Hallo, ihr Kids der 60er, 70er und 80er Jahre. Herzlich willkommen zu Fantastic. 1000 Merchandise, Zeugen der Vergangenheit, Folge 14. Herzlich willkommen zurück an der Retro-Bar in der Videothek. Der Typ mit der Schimanski-Jacke, der irgendwann in den 80ern hängen geblieben ist, begrüßt euch ganz herzlich. Leute, heute nehme ich euch mit auf eine Zeitreise in das Jahr 1974. Ihr wisst, was in diesem Jahr passiert ist? Genau, Deutschland wurde Weltmeister. Und gleichzeitig war das auch das Durchbruchsjahr des Farbfernsehens. Wir haben hier einen wunderbaren Quellekatalog aus der Zeit. Und den werden wir uns heute Stück für Stück durchschauen. Bei den Beschreibungen drückt ihr einfach Pause, dass ihr euch in Ruhe durchlesen könnt. Und wir werden heute einen modernen Mythos belegen, dass er wahr ist. Es ist wahr. Es gab Hunde zu bestellen im Quellekatalog. Ihr habt richtig gehört. Lebende Hunde gab es bei Quelle. Und ich würde jetzt mal sagen, ich übergebe an unsere gute Fee Judith Hildebrand. Judith, wir warten auf Anweisungen. Schick uns in das Jahr 1974. Aktiviere mir den Fluxkompensator. Mit dem Fluxkompensator hat uns unsere gute Judith in das Jahr 1974 katapultiert. Um ganz genau zu sein, Frühjahr, Sommer 1974. Wollen wir mal in den Katalog reinschauen, was es da alles gab. Die ganze Technik von damals. Gerade 1974 war ja sehr interessant. Ihr wisst ja, Deutschland wurde Weltmeister. Nun, irgendwie scheint Grün da gerade in gewesen zu sein. Jeder trägt was Grünes. Beachtet vor allem den Herrn rechts mit dem grünen Hemd. Auf uns warten 763 Seiten geballte Nostalgie. Legen wir los. Beginnen wir gleich mit einer modernen Legende. Lange Zeit galt es ja als Legende oder Mythos, dass es bei Quelle Versand mal Hunde, lebende Hunde zu bestellen gab. Und diesen Mythos gehen wir jetzt gerade mal mit Fakten auf den Grund. Um ehrlich zu sein, hielt ich es auch lange Zeit für eine moderne Legende, dass man Hunde im Katalog bestellen konnte. Ich stellte mir das da so in etwa so vor. Der Paketbote bringt das Paket, man macht es auf, die neue Hose, die neue Jacke und dazwischen... Nee, das lief natürlich ganz anders ab. Und darauf werden wir auch gleich ganz genau eingehen. Aber zuerst schauen wir uns mal die Preise an. Der Dackel war seinerzeit sehr beliebt. Oje, Hausmeister Krause, wie ging das nochmal? Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Der Hund ist doch der beste Freund des Menschen. Ich hatte als Kind auch einen, der Uri. Ach, das war so ein liebes Hündchen. Ein Wachtel, ehemaliger Jagdhund. Ich weiß noch, abends flogen die Stofftiere aus dem Bett und der Hund kam rein. Aber es durften natürlich die Eltern nicht merken. Schon seit vielen tausend Jahren ist der Hund der treue Begleiter des Menschen. Überall auf der Welt, auf allen Kontinenten. Ihr seid jetzt sicherlich gespannt, wie das Ganze mit dem Hundeversand in Anführungszeichen abgelaufen ist. Darauf gehen wir jetzt genauer ein. Wegen des vielen Textes drückt einfach immer auf Pause, wenn ihr euch alles durchlesen wollt. Also die Hunde wurden nicht im Karton verschickt und dann mit Klebeband umwickelt. Nein, die Hunde erhielten alle entsprechenden Impfungen und kamen direkt vom Züchter. Der Züchter verschickte sie dann in speziellen Transportboxen mit der Bahn. Und vorher wurde der Käufer schriftlich benachrichtigt, dass er seinen Hund in Empfang nehmen konnte am Bahnhof. So ähnlich läuft es, glaube ich, auch heute noch, wenn man Tiere versendet. Der neue Hundebesitzer konnte seinen neuen Freund dann im Bahnhof in Empfang nehmen. Damals war natürlich alles ein bisschen anders da. Es gab ja kein Internet und so. Und ich weiß, meine Mutter hatte als Kind auch einen Hund. Da kam der Züchter mit einem speziellen Transporter und hat ihn abgeliefert. Der Handel mit Hunden stellte aber Quelle ein, weil der Aufwand zu hoch war für die Tiere und weil man natürlich auch um das Wohl der Tiere besorgt war. Also man hat ja schon darauf geachtet. Das haben auch meine Recherchen ergeben. Also, der Mythos ist bestätigt, es gab Hunde bei Quelle. Ah, der Pudel. Leute, seid mir bitte nicht böse, aber auf mich wirkte Pudel immer so ein bisschen wie Sofa-Dekoration. Ich weiß, es sind intelligente und sehr anhängliche Tiere. Aber ich hatte auch so eine Großtante, die hatte auch einen Pudel. Der musste regelmäßig zum Hundefriseur, hatte Schleifchen in den Haaren, alles Mögliche. Oje, da habe ich als Kind auch immer meine Witze drüber gemacht. Als Kind hatten wir bei uns in der Familie sehr viele Hunde sogar, weil es lag auch daran, ein Onkel von mir war Jäger und der hat natürlich einen Jagdhund. Und Hunde gehörten irgendwie dazu. Das war auch noch nicht ganz so eng gesehen mit den Wohnungen und so weiter, mit den Stadtvierteln, dass man das nicht halten darf. Das sah man damals sehr viel lockerer. Irgendwann lege ich mir wieder einen Hund zu, gerade hier draußen im Garten. Da kann dann hin und wieder bei Fantastic einspringen. Leute,
Was für einen Hund würdet ihr bevorzugen? Einen Dackel, einen Schäferhund, einen Wachtel, einen Collie oder einen Bernardiner? Ganz links haben wir einen Boxer, in der Mitte einen Fox Terrier und rechts einen Dalmatiner. Oh ja, meine Großeltern hatten einen Fox Terrier. Das war ein giftiges kleines Viech, das weiß ich. Das weiß ich, kann mir ganz dunkel dran erinnern. Die Asta war das. Leute, wir durften alles mit dem Hund machen, aber weh, da kam irgendjemand her, um Gottes Willen. Auch wenn er noch so klein war, der hat die größten Hunde angeschnauzt. Okay, ich weiß jetzt nicht, was Hunde heutzutage kosten, aber ich denke mal, die werden heute deutlich teurer sein, vor allem mit den ganzen Papieren. Immer wenn ich einen Boxerhund sehe, muss ich immer an Spike aus Tom und Jerry denken. Ja, wie er immer Tom vermöbelt hat. Ein absoluter Hollywood-Star. Der 97. Dalmatiner aus dem weltberühmten Film 101 Dalmatiner. In der linken Ecke der Zwergschnauzer und rechts Lassie, der berühmteste Hund unserer Kindheit. Oh, da gab es so viele. Ich meine, wie ist doch mal der Hund von TKG? Das war der Oscar und ein Coco Spaniel. Und wieder wurde eine moderne Legende bestätigt. Die Legende von den Hunden aus dem Versandhauskatalog in Deutschland. Das gab es wirklich, halt 1974. Selbstverständlich gab es auch jede Menge Zubehör. Die Hundekörbe. Eine Freundin von meiner Tante hatte auch einen Dackel, der hatte auch so ein Hundekörbchen. Das sah aber ganz niedlich aus, wenn er da reingekrochen ist. Verschiedene Wellensittich- und Kleintierkäfige. Ja, die Meerschweinchen. Die heißen grundsätzlich Struppi. Ja, wir hatten ja auch einen. Und Hasen hatten wir auch. Wir hatten auch einen typischen Wohnzimmerhasen. Den haben wir draußen immer, die Lisa, immer rennen lassen im Garten. Als erste war es Theater, bis sie aus der Box draußen war. Und am Abend war es Theater, bis sie wieder drinnen war. Der Hase hatte sich immer im Gras versteckt. Und man hat ihn nicht gesehen. Und immer wenn ich ihn gerufen habe, hat er die Ohren aufgestellt. Man sah nur die Ohren und dann hatte ich ihn. Abends kam er dann immer wieder an und kam zu mir hoch auf die Couch und haben wir zusammen Fernsehen geguckt. Was war das? Ein Zwergwitter. Ja, die mit den hängenden Ohren. Sorry Leute, ich schweife ein wenig ab. Es ist einfach eine tolle Sache, Haustiere. Momentan habe ich hier nur einige Eichhörnchen, die mir die Nüsse vom Kopf fressen. Mit diesem letzten Bild verlassen wir die Quelle Tierhandlung. Und nicht vergessen, es gab damals Hunde bei Quelle. Herzlich willkommen in der Fernsehabteilung. Das Jahr 1974 war ja das Jahr der Fußball-WM. Und bei jeder Fußball-WM steigt die Nachfrage nach Fernsehgeräten. In Deutschland setzte sich im Jahre 74 das Farbfernsehen gegenüber dem Schwarz-Weiß-Fernsehen durch. Die Hersteller wussten die WM für sich zu nutzen. Auf vielen Bildschirmen waren deswegen Fußballbilder abgedruckt, wenn man so will, oder gezeigt. Und leichte Vermerke auf die WM 74. 1974 war der Fernseher selbstverständlich schon omnipräsent. In jedem, praktisch jedem Haushalt stand schon ein Gerät. Die meisten davon allerdings noch in Schwarz-Weiß, weil die Farbgeräte mit der Einführung 1967 einfach noch zu teuer waren. Mein erstes eigenes Fernsehgerät in meinem Zimmer war auch noch ein Schwarz-Weiß-Gerät. Das haben wir damals geschenkt bekommen und ich war sowas von glücklich. ARD und ZDF. Und das dritte Programm in meinem Zimmer. Fernsehen, wann immer ich wollte. In Schwarz-Weiß. Wie ihr wisst, liebe ich ja Flohmärkte. Neulich war ich auf einem Flohmarkt und da hat mir ganz knapp vorher einer einen weggeschnappt, einen Fernseher. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Nein, ich war nicht sauer. Im Jahre 1974 betrug das durchschnittliche Monatsbruttoeinkommen ca. 1.700 D-Mark für eine Vollzeitkraft. Und nicht vergessen, da hat man in vielen Bereichen noch 40 Stunden und länger gearbeitet. Viele der tragbaren Fernseher hatten ein eingebautes Radio als zusätzliches Gadget. Leute, ich liebe diese alten Kataloge. Es sind wirkliche, echte Zeitkapseln. Es ist wie eine Reise in das Jahr 1974. Ein ganz großes Kompliment
an alle die Menschen, die wohl damals an diesen Katalogen mitgearbeitet haben. Stellt euch mal vor, was das für ein Aufwand war. Tausende von Fotos, die Sets, die Models, die ganzen Produkte ins richtige Licht zu setzen. Wahnsinn. Großes Kompliment. 1974, da wurde Deutschland zum zweiten Mal Weltmeister. 1954, 1974, 1990, 2014 und 2030 oder 2034. Die 70er Jahre sind vor allem für mich bunt. Man ging weg von diesem konservativen, zum Beispiel bei den Fernsehern, diese Holzoptik. Man verwendete viele neue Farben, orange, rot, gelb, grün, weiß. Es waren alle Farben zu haben. Ja, wenn ich mir überlege, heute bei den Laptops sind wir auch wieder konservativ. Schwarz, weiß, silber. Auch in Sachen Design ging man vollkommen neue Wege. Nicht mehr diese sturen, viereckigen Kästen, sondern schön geschwungen oder kuriose Formen. Es gab auch Fernseher, die waren in Kugelform. Ah, God Space Age, ja, das war schön. Ich weiß, wir haben ja alle die modernste Technik. Aber ich sage euch ganz ehrlich, aus tiefster Überzeugung, mit meinem alten Atari 2600 spiele ich auf einem alten Röhrengerät. Das muss so sein. Was ich so bewundernswert fand bei den Designern der 60er und 70er Jahre, man war bereit, vollkommen neue Wege zu gehen, alles Mögliche auszuprobieren. Und heute ist doch alles ein bisschen, wie soll ich sagen, festgefahren. Die meisten elektronischen Geräte ähneln sich sehr und gerade bei Laptops und Fernsehern, Leute, 80% ist schwarz. Meine Gott, kann man da nicht mal wieder ein paar bunte Geräte rausbringen oder mit Wechseldesigns etc.? Wie bereits angesprochen, war im Jahr 1974 der Durchbruch des Farbfernsehens in Deutschland. Grund war die Fußball-WM, wo wir nebenbei gesagt Weltmeister wurden. Naja, ganz diskret. Auf einem Fußball. Erinnert ihr euch noch an die Fantastic-Folge über den Versandhauskatalog aus den 50ern? Damals kostete ein Schwarz-Weiß-Fernseher deutlich mehr als ein Monatsgehalt. Und nicht zu vergessen, 1700 Mark brutto. Also die Farbfernsehgeräte gab es schon deutlich unter einem Monatsgehalt. Aber Preise von über 900 Mark für ein Fernsehgerät mit 37 cm Durchmesser, ja, die portablen Schwarz-Weiß-Geräte waren da deutlich billiger. Seht ihr, das vermisse ich bei den heutigen Geräten. Echte, richtige Knöpfe, wo man drehen und schalten konnte, anstatt diesen ganzen Touchplates. Und es gab noch richtige Lautsprecher, die man richtig aufdrehen konnte. Heute braucht man ja extra diese Soundbars etc. Aber damals konnte man aufdrehen, bis die Bude qualmte. Damals wie heute. Technik wird von Jahr zu Jahr günstiger und immer mehr Leute können sich die Technik leisten. Wenn ich dann an meinen ersten Computer, den guten alten Commodore 64, denke. Obwohl das Farbfernsehen Ende der 60er Jahre auf den Markt kam, wurden Schwarz-Weiß-Geräte noch weit bis in die 80er Jahre produziert. Und diese kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, gerade die Taschenfernseher oder diese kleinen Radios mit eingebauten Fernsehern, wurden noch bis in die 2000er Jahre hinein produziert. Also Schwarz-Weiß ist doch gar nicht so lange her. Aber die richtig großen Fernsehgeräte kosteten natürlich auch richtig Kohle. Die waren dann deutlich teurer als ein Monatsbruttoeinkommen von 1700 D-Mark. Wie dieses Gerät von Senator. Für 2395 D-Mark bekam man einen Farbfernseher mit einem wahnsinnigen Durchmesser von 66 cm. Und das hier ist kein Kohlebrikett? Nein, das war die bescheidene kleine Fernbedienung. Noch mit Knöpfen, Hebeln, Schiebern etc. Das war damals so. Ja, wenn man da ein Programm einstellen wollte, hat man einfach am Rädchen gedreht und hat sich nicht auf den Computer verlassen. Und wenn die Fernseher eine Zeit lang gestanden sind, hat sich hinten an der Röhre Staub gesammelt. Und wenn man die dann eingeschaltet hat, hat es immer so komisch gerochen und so komisch geknistert. In den 70er Jahren gab es dann auch dieses moderne Design. Nicht mehr diese alten Holzkästen, sondern schön Metall und so Gestelle etc.
Seinerzeit waren oftmals auch die Fernseher noch in Fernsehschränken eingeschlossen, dass da auch nicht die Kinder dann rumgespielt haben. 2395 D-Mark. Auch für VCR-Geräte vorgesehen. Das waren die ersten Videorekorder mit Kassettensystemen, die erschienen sind. Und das davor war ja das LDL-System. Aber dazu kommen wir später. Dieses Luxus-Color-Gerät Volltransistor SI110 finde ich jetzt sehr interessant. Es beinhaltete tatsächlich zwei Fernseher, sowas habe ich noch nie gesehen. Auf der linken Seite ein großes Farbdisplay und rechts oben ein kleines Schwarz-Weiß-Display. Also das ist mir jetzt ganz neu. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Man lernt ja nie aus. Ich meine, man hatte ja nur drei Programme. Das Farbfernsehen Anfang der 70er Jahre löste einen regelrechten Boom aus. Jeder wollte von dem Trend profitieren und alle Hersteller brachten ihre Geräte auf den Markt. Neu waren auch die Fernbedienungen. Da gab es ja diverse. Die mit Funk natürlich, die waren natürlich die beliebtesten, auch die teuersten und auch welche mit Kabel. Die alten Röhrengeräte. Leute, erinnert ihr euch noch, wenn man die tragen musste? Nichts da wie mit dem Flachbildfernseher, dass die Analog alleine tragen konnte. Halt von der Größe her zu zweit. Damals hat man die Dinger wirklich die Treppe hochtragen müssen und dann waren die auch immer so blöd mit den Rundungen, dass man sie fast nicht heben konnte. Für einen guten Fernseher musste man halt über 2000 D-Mark rechnen, also mehr als ein durchschnittliches Brutto-Monatsgehalt. Wohlgemerkt, Farbfernseher. 15 Jahre zuvor war es noch ein Schwarz-Weiß-Gerät. Es gab eine Garantie von 6 Monate und 12 Monate auf die Bildröhre. Aber man muss dazu sagen, die Fernseher waren seinerzeit sehr stabil gebaut und auch heute noch würden die meisten wahrscheinlich noch funktionieren, wenn nicht auf digital umgestellt worden wäre. Wonach würden wir wohl unsere Möbel ausrichten, wenn wir keine Fernseher hätten? Wir verlassen jetzt das Reich der Fernseher und gehen rüber in die Abteilung der ersten Videorekorder und Videoaufzeichnungssysteme und die ersten Videokameras. ...1974 konnte man auch schon Videokameras kaufen und zum absoluten billigen Schnäppchenpreis. Hier sehen wir eine der ersten Kameras überhaupt zum Bereich Video für nur 8500 D-Mark. Nicht vergessen, Monatsbrutto im Durchschnitt 1700. Diese Kameras hatten damals noch sehr große Ähnlichkeit mit den Super 8 Kameras. Auch der Pistolengriff war übernommen von den Super 8 Kameras. Naja, man entwickelte einfach Bestehendes weiter. Made in Japan aus dem Hause Akai. Zu dem unterstehenden Akai-Videoanlage kommen wir gleich. Aber stellt euch mal vor, 8500 D-Mark für eine Videokamera. Und den Rekorder, den musste man auch noch mit durch die Gegend schleppen. Hier sehen wir jetzt das transportable Videosystem LDL. Das war ähnlich wie bei einem Tonbandgerät oder wie bei Filmrollen. Man musste das Videoband noch einfädeln. Heute sind diese Geräte sehr selten und gefragte Sammlerstücke, vor allem wenn sie noch funktionstüchtig sind. Das LDL-System erschien bereits im Jahr 1969.
hier mit exklusivem Monitor. Man muss dazu sagen, das LDL-System hat niemals die Beliebtheit der Videokassetten erreicht, weil es einfach zu seiner Zeit viel zu teuer war. Hier der zweite Teil der Beschreibung. Und gut könnt ihr auch hier unten erkennen, das Videoband 28 Minuten Spieldauer für 28,50 Mark. Hier ein weiteres LDL-System. Sehr gut könnt ihr jetzt hier die Laufrollen erkennen, die eher an ein Tonband erinnern. Ich bin mir sicher, ich habe so ein Gerät bestimmt irgendwann irgendwo mal auf dem Flohmarkt gesehen und es für ein Tonbandgerät gehalten. Leute, wenn ich mal irgendwann so ein Gerät funktionsfähig in die Finger bekomme, werde ich es euch vorführen. Entschuldigt bitte, wenn alles gerade ein bisschen abgehackt ist, aber ich habe gerade große Schwierigkeiten, euch das Ganze in der richtigen Reihenfolge zu zeigen. Hier der zweite Teil der Beschreibung. Die unten aufgeführte Kamera, die zeige ich euch gleich im Anschluss an diese Szene. ...1973 erschien dann auch das erste Videokassettensystem, das VCR-System. Das hatte den Vorteil, dass man nicht die Bänder einzeln einfädeln musste, sondern alles schön kompakt in Kassetten zusammengepackt hatte. Ähnlich wie man auch bei Super 8 mit der Zeit auf Kassetten umgestiegen ist. Heutzutage ist das VCR-System nahezu vergessen. Gerade Systeme wie VHS, Betamax und Video 2000 kennen heute noch viele, aber VCR ist nahezu unbekannt. Bereits 1983 verschwand es komplett vom Markt. Die Geräte wurde einiger Zeit vorher schon eingestellt, die Produktion. Trotz allem ebnete dieses Gerät und diese Technik die Zukunft der weiteren Videosysteme, die sich dann später auch weltweit in allen Haushalten durchgesetzt hatten. Und der Platzhirsch war natürlich VHS. Bei seiner Einführung war das VCR-System natürlich sehr teuer. Wenn ihr euch überlegt, dass einfache Kassetten mit nur 30 Minuten Spielzeit bereits 95 D-Mark kosteten und eine Stunde 145 D-Mark, bei einem Bruttoeinkommen von 1.700 D-Mark, da könnt ihr euch vorstellen, dass dieses System nicht so weit in den Haushalten verbreitet war. Und später kosteten dann die VHS-Kassetten, ich weiß gar nicht, 3,99 Mark, eine 4-Stunden-Kassette, irgendwann in den 2000er Jahren. Den meisten von euch sind die drei Kassettensysteme oder zumindest ein Videokassettensystem bekannt. Von links nach rechts, ganz links die kleine Kassette Betamax, in der Mitte Video 2000 und ganz rechts das dominierende Videosystem VHS. Das VCR-System war etwas vollkommen anderes. Wenn ihr alleine schon seht, die Volumina bei einer VHS-Kassette. Hier noch einmal ein Vergleich. Links die VHS, rechts die VCR. Die VCR wirkt zwar kleiner und dicker, aber das Band lief nicht von links nach rechts oder rechts nach links, sondern von unten nach oben. Ihr könnt es jetzt sehr gut erkennen, von unten nach oben oder oben nach unten. Das erste Videokassettensystem war auch die Kassetten in der Herstellung sehr aufwendig und die späteren Nachfolger waren natürlich deutlich günstiger. Aber das war der Anfang. Heute vergessen, aber jetzt wisst ihr, wie das alles begonnen hat mit dem Video-Hype. In den 70er Jahren begann es dann. Mit Hilfe der Videorekordern konnte man sich sein eigenes privates Filmarchiv schaffen. Und man war richtig stolz drauf. Vor allem, wenn man es schaffte, Filme aufzunehmen ohne Werbung. Da hat man sich dann immer ganz genau immer auf den richtigen Moment gewartet und dann wieder auf Rec gedrückt. Oh ja, die ganzen Videokassetten. Die Buchrücken waren immer so schön. Wenn man die ins Regal gestellt hat, hatte man seine eigene Videothek. Ach Gott, wie viele Kassetten hatte ich? 150, 200? Naja, die habe ich heute auch noch. Die Videothek meine ich. An der Retrobar. So, das war der Ausflug in das Reich der Videoaufzeichnungssysteme. Jetzt gibt es was für die Ohren. Audio, alles rund ums Hören. Und wir beginnen gleich mit dem Autoradio. So kommen Sie gut in Fahrt. Gleich die Erklärung für das erste und das zweite Radio. Ach, ich mag diese Werbesprüche aus den 70ern. Ah, Leute.
wenn ich das sehe. Knöpfe, die man drehen kann. Knöpfe, die man drücken kann. Und hat immer noch einen richtigen Widerstand. Und es hat auch richtig geklickt. Nicht so wie heute, hey, so Touchblades und Zeug und tu und mach. Und dann haucht man das Ding an und auf einmal hat man irgendwas abonniert. Nein, damals war alles mechanisch, ohne Updates. Ja, das war Freiheit. In den 80ern hatten wir auch so coole Sprüche. Lieber fernsehsüchtig als radioaktiv. Ah, guckt euch mal die Displays vorne an. Wenn die immer so schön geleuchtet haben. Ah, das war toll, an den Rädern zu drehen. Die Anzeige, wie die sich verstellt hat. Am Anfang gab es ja nur die Autoradios und später gab es sie dann mit einem Kassettendeck. Hier seht ihr das gute Stück. Unten für 548 Mark. Radio inklusive Kassettendeck. Als Mitte der 60er Jahre die Kassette herausgekommen ist, also die Audiokassette, war sie gleich vom ersten Tag an sehr beliebt. Jeder wollte ein solches Gerät haben. War es doch wesentlich handlicher, kompakter und leichter zu bedienen wie ein großes, schweres Tonbandgerät. Die Audiokassette ist ein wahrer Meilenstein im Bereich der Unterhaltungselektronik. Machte sie doch Tonbänder klein und transportabel in Kassetten, wenn man so will. Übernahm er dann auch bei Super 8, da gab es dann auch Filme in Kassetten. Und dann später auch bei den Videobändern, die gab es dann auch in Kassette. Die schönen alten Radios in der Holzoptik. Okay, gut, in den 70ern gab es dann auch ganz, ganz viele bunte Geräte. Die Senderwahl oder Frequenzwahl mit der wunderschönen Hintergrundbeleuchtung, da gab es meistens immer so eine weiß-gelbliche Beleuchtung und es sah richtig schön aus, weil oftmals das Kunststoffdisplay in verschiedenen Farben war und da leuchtete es dann auch in verschiedenen Farben. Eine herrliche Auswahl. Ich bewundere immer die Leute, die wohl die alten Radios irgendwo vom Wertstoffhof retten und dann Stück für Stück wieder aufarbeiten, dass sie wieder funktionieren. Lieferbar in verschiedenen Farben. Die klassische Holzoptik in weiß und in poppig rot. Das waren die 70er. Wie ich schon erwähnt habe, ich würde mir heute wünschen, dass heute auch alles ein bisschen mehr Farbe hätte und nicht nur grau. Zu einer coolen Anlage braucht man natürlich auch ein paar coole Boxen. Und die seht ihr gerade hier im Bild. Zweitlautsprecher, 2,5 Watt für 14,90 Mark. 10 bis 15 Watt. Okay, es gab da natürlich auch deutlich stärkere Kaliber. Radios, der gute alte Schallplattenspieler, der auch heute zurzeit sein Comeback erlebt. Und Kassettenrekorder. Als in den 80er Jahren die CD aufkam, sagten ja viele voraus, dass die Schallplatte sterben wird. Das war auch so. Die Schallplatten wurden immer weniger und weniger und irgendwann erlebten sie ihr Comeback. Und die gute alte LP ist auch heute noch da. Es ist auch das ganze Flair der Schallplatte. Der Plattenteller dreht sich, man legt die Schallplatte auf und die Geräusche, wo man noch hört und die Musik, das ist noch echte Musik. Nicht irgendwie digitale Dateien irgendwo auf dem Laptop, wo so seelenlos irgendwo auf einer Festplatte vor sich hingammeln. Nein, die Schallplatte, das ist alles noch echt. Ja, die Schallplatte. Also Leute, ich sitze hier manchmal auch hier draußen im Garten und da hole ich meinen alten Schallplattenspieler raus und lege die drei Fragezeichen auf. Justus, Peter und Bob auf Vinyl. Übrigens, die gibt es in der Zwischenzeit auch wieder als Picture-Schallplatten. Sehr schön. Schallplattenspieler hatten seinerzeit natürlich ihren Preis. 278 bis 298 Mark war damals sogar günstig. Auch heute noch gibt es Schallplattenspieler für mehrere tausend Euro. Aber das sind natürlich absolute Profigeräte. Ich muss es einfach mal rauslassen. Manchmal finde ich es fast schon ein bisschen respektlos, wenn man sich überlegt, dass heute Filme und Musik nur noch eine Datei irgendwo auf einer Festplatte sind. Ohne Hintergrundgeschichte, nichts. Einfach schön aufgelistet und fertig. Früher war das alles irgendwie echt. Eine Schallplatte, wenn man allein das Cover schon in die Hand genommen hat und hat die Platte herausgenommen. Und auf der Rückseite war dann immer alles genau beschrieben. Oftmals waren auch noch Informationen beigepackt, wie die Musik und das alles entstanden ist oder der Film. Das ist heute alles irgendwie verloren gegangen. Sorry Leute, aber früher, da hat man einfach mehr Respekt vor der Kunst gehabt in der Form. Ich meine nur MP3-Datei und irgendwelche sonstigen Dateien. Ah, sorry Leute, da war das früher schon besser. Vor allem, es war wirklich schön, die ganzen Cover an der Wand zu sehen.
der Arm des Schallplattenspielers, wenn er dann ganz langsam rübergefahren ist und die erste Rille der Schallplatte sich rausgesucht hat. Allein dieser Anblick ist doch schon schön. Selbstverständlich haben die neuen Medien auch sehr viele Vorteile. Man kann ja schlecht 500 Schallplatten mit in Urlaub nehmen. Aber wenn man so einen ruhigen Moment hat und Musik hört, so richtig schönen Abend macht, dann muss es ein Original sein, in Vinyl. Der tragbare Kassettenrekorder war natürlich beliebt. Er war klein, kompakt, also klein in Anführungszeichen, kompakt, konnte mit Batterien betrieben werden und man konnte seine Musik überall hin mitnehmen. Es gab auch eine ganze Generation von Kassettenkindern, die haben mit der Taschenlampe oder der Bettdecke die neuesten Abenteuer aus Rocky Beach gehört. Übrigens, es gibt noch ein Radioteam, das ein solches Gerät benutzt. Der Radiosender heißt wie die Stadt, Point Whitmark. Die Hörspiele kann ich empfehlen. Die ersten Kassettenrekorder waren große, klobige Kästen mit riesigen Knöpfen dran. Die fand ich immer cool. Hier 398 D-Mark. Wenn man die Knöpfe gedrückt hat, die ganze Mechanik, man hat richtig die Maschine arbeiten hören. Klack. Und die ganzen Schieber, Regler etc. Und vor allem die kleinen Displays mit der Hintergrundbeleuchtung. Oh, Nostalgie pur. Als ich als Kind meinen ersten Kassettenrekorder bekommen habe, Leute, ich war glücklich. Ich konnte die drei Fragezeichen im Zimmer hören. Das war wie Kino, wie ganz großes Kino. Die drei Fragezeichen und der unheimliche Drache. Die Kassette habe ich gefühlt 3 Quadrillionen Mal gehört. Ich kann jetzt nicht anders da. Ich habe im Sommer dieses herrliche Konvolut an Hörspielkassetten bekommen. Und das will ich euch mal ganz kurz zeigen, was da alles dabei ist. Huibu, das Schlossgespenst. Genial gesprochen von dem unvergesslichen Hans Klarin. Einer der besten Hörspielsprecher aller Zeiten. Die 5 Freunde zählen für mich neben den 3 Fragezeichen zu meinen liebsten Hörspielserien aus meiner Kindheit. Ja, 4 Freunde und ein Hund. Julian, Dick, Anne, George und Timmy, der Hund. Die ersten 21 Folgen wurden sogar von Oliver Rohrbeck gesprochen, alias Justus Jonas. Es gab so viele Hörspiele, auch gerade in den 70er Jahren. Ende der 60er kamen sie ja auf mit der Sonic Series. Da, die haben die ersten regulären Serien produziert. Hier die 3 Fragezeichen aus dem Hause Maritim. Und links 20.000 Meilen unter dem Meer von Disneyland. Ich glaube, mit der Kassette habe ich ein echtes Schnäppchen gemacht. Gerade die Hörspiele von Disneyland erfreuen sich bei Sammlern immer noch höchster Beliebtheit. Ich gebe es ehrlich zu, als Kind habe ich immer die Kassetten gekauft. Die waren billiger als die Schallplatten. Das wunderschöne Logo von Maritim. Als Kind dachte ich immer, das sei ein UFO, also Science Fiction. Ist aber eine Schallplatte. Wer von euch erinnert sich noch an die Falschmünzer vom Mäuseweg? Oder wer von euch war nicht schon in den Klauen des Tigers? TKKG. Der Anführer heißt Tarzan, nicht Tim. Eine der erfolgreichsten Hörspielserien der Welt, die seit über 40 Jahren erscheint. Ah, die alten Kassetten. Übrigens, ich habe mal einen Tipp an euch. Wenn ihr nicht genau wisst, von wann eine Kassette ist, hat sie eine rote Hülle und ist von Europa, ist sie vor 1990. Diese Hüllen wurden nur bis Ende 1989 verwendet. Diese beiden dürfen in diesem Konvolut natürlich auch nicht fehlen. Links Benjamin Blümchen, rechts Bibi Blocksberg. Benjamin Blümchen hatte zu meiner Kindheit noch Stoßzähne. Später wurden die ja abgeschafft. Aber das absolute Highlight in der Kiste war, wo ich die obere Schicht weggeräumt habe. Originalkassetten aus den 80er Jahren von den 3 Fragezeichen Originalauflage. Die 3 Fragezeichen ist für mich das absolut Beste im Bereich Hörspiele. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich höre die jetzt seit 1981 und freue mich immer auf ein neues Abenteuer aus Rocky Beach. Als Kind haben mich vor allem die Cover so fasziniert. Sie waren immer so mystisch geheimnisvoll, wie rechts der unheimliche Drache oder links der grüne Geist. Das sind jetzt noch die ganz alten Kassetten, die schwarzen und die gelben mit dem aufgeklebten Label. Das waren die ersten. Ach, Leute, wie viel Abenteuer mit den 3 Fragezeichen erlebt? Als Kind wollte ich immer Detektiv werden. Ja, 100%ig. Und wir hatten sogar eine Bande, die Detektivbande. Ironischerweise waren wir auch 4 und 1 Hund und keinen einzigen Auftrag. Übrigens, die 3 Fragezeichen erscheinen heute noch. Alle 2 Monate im Durchschnitt erscheint eine neue Kassette bzw. CD. Ihr habt richtig gehört, die 3 Fragezeichen könnt ihr heute noch als Kassette kaufen, als limitierte Edition. Die kosten meistens um die 8 Euro. Leute, es ist unglaublich. In gerade Zeiten wie diesen, wo alles so hektisch ist, alles immer kleiner und anders wird, ist es doch schön, dass irgendetwas erhalten bleibt und so schön nostalgisch ist. Die 3 Fragezeichen sind
in den letzten 40 Jahren nur um 2 bis 3 Jahre gealtert und sie wohnen immer noch in Rocky Beach und haben immer noch ihr Detektivbüro. Links die Folge 1, der Superpapagei, rechts die Folge 214, der Geisterbunker. Bis auf den Hitchcock-Kopf und das Hitchcock-Logo ist de facto eigentlich alles gleich geblieben. Das mit dem Hitchcock-Kopf war so eine kuriose Geschichte. Müsst ihr mal googeln. Das ist jetzt auch toll. Nennen wir es mal alternatives Cover. Oftmals gingen ja die Cover verloren. Und dann haben wir Kinder uns selber Cover gebastelt. Naja, man konnte doch die 3 Fragezeichen nicht ohne Cover in eine Hülle reinstopfen. Oh, das war sogar sehr gut gemacht. Mein Lob an den Künstler. Jo, nicht schlecht. Die 3 Fragezeichen, der Tanz der Teufel, war auch so eine geniale Folge. Immer die erste Folge war so schön mystisch wie das Gespensterschloss. Es war richtig horrormäßig. Also beim Gespensterschloss habe ich mir als Kind selber fast in die Windeln gemacht. So, aber jetzt verlassen wir wieder die Hörspielkassetten und wenden uns den Rekordern zu. Die Auswahl an Plattenspielern war natürlich sehr groß. Auch preislich unterschieden sich natürlich auch. Es gab günstige und auch sehr, sehr teure Geräte. Für Nostalgiker sind natürlich solche Geräte unbezahlbar. Vor allem, wenn sie noch einwandfrei funktionieren. Oder wenn man sie selber restauriert hat und wieder funktionsfähig gemacht hat, dann sind das natürlich ganz besondere Stücke für einen selber. Es gab schon viele Versionen mit modernen Farben, aber die Holzoptik dominierte nach wie vor noch den Markt. Ja, das war noch sehr lange sehr beliebt. Dieses Gerät gefällt mir jetzt selber sehr gut. Ich weiß, wir hatten auch so ein Gerät, eine Schallplattenspieler-Kassettenkombination. Das war auch immer so schön toll. Da konnte man hinten dann auch noch die Kassetten reinstellen, war so ein Fach, aber ohne Hülle. Diese Geräte waren richtige kleine Tonstudios. Und ich weiß auch noch, man konnte Schallplatte auf Kassette überspielen. Das war auch toll. Weil ich hatte von einem Bekannten mal eine Schallplatte ausgeliehen gehabt. Und die habe ich dann vor 40 Jahren auch überspielt. Eine Schallplatte ausgeliehen gehabt. Und die habe ich dann vor 40 Jahren auch überspielt. Und da war ich dann so intelligent, dass es irgendwie nicht funktioniert hat. Diese herrlichen Displays mit der Hintergrundbeleuchtung. Oh, das ist Nostalgie pur. Und der Kassettenrekorder. Ja, mit Radio, Kassettenrekorder und Schallplattenspieler und die Welt war in Ordnung. Das war natürlich das ultimative Unterhaltungscenter. Guckt euch das mal an, den Tisch. Alles im modernen Design, der Schallplattenspieler, Radio, Kassettenrekorder etc. Und die Deckel waren nicht mehr aus Holz, sondern aus durchsichtigem Kunststoff. Das verlieh dem Ganzen immer so ein bisschen was Science-Fiction-mäßiges. Und zwischen Schallplattenspieler und Kassettenrekorder die Ablage für die LPs. Gerade diese Tischanlagen, wenn man so will, sind heute sehr selten im guten Zustand zu finden, weil sie im Laufe der Jahrzehnte verloren gegangen sind und wurden durch moderne Geräte ersetzt. Und dann sind leider diese alten schönen Geräte langsam auf den Müll gewandert. Das ist so richtig 70er Jahre. Und über dem Radio war dann der Fernseher. 66 cm und meistens noch in schwarz-weiß. Man brauchte natürlich sehr gute Boxen zu seiner Anlage. Und da muss man dazu sagen, die meisten waren ja noch in Holzoptik. Langweilig. Wir gucken uns die modernen an. Also die auf der linken Seite, die würde mir auch heute noch gut gefallen. Für 248 D-Mark. Jo, das ist 70er. Tatsächlich ein Hocker. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich meine, stell dich mal vor, ihr hockt euch da drauf und habt den Sound direkt unter euch. Allein die Schwingungen, das wäre doch cool. Ja, da könnte ich Ferris meine Cola-Dose draufstellen. Die tanzende Cola-Dose reagiert ja auf Schall und Bewegung. Das sind noch die alten Kopfhörer. Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Diese ganzen modernen Kopfhörer mag ich nicht. Ich bevorzuge diese uralten Kopfhörer, wenn ich irgendwo was mir in der Hinsicht reinziehen will. Muss voll komplett über die Ohren gehen und man darf von der Außenwelt nichts mehr mitbekommen.
Vergesst die ganzen modernen Lautsprecher. Gegen einen solchen Kugellautsprecher kommt kein moderner Lautsprecher an in Sachen Design. Das ist wirklich 70s. Nun kommen wir zu den tragbaren Radios. Die wurden in den 70ern auch immer kleiner. Waren sie anfangs so groß wie große Kassettenrekorder, passten sie dann später in die Tasche. Diese kleinen Taschenradios gefallen mir persönlich jetzt sehr gut. Dieses moderne, poppige Design und dieses geschwungene und dann diese knalligen Farben dazu, das war wirklich toll. Als Kind hatte ich so ein Radio mal geschenkt bekommen und hab's dann im Laufe der Jahre dann halt irgendwie verschwunden, kaputt gegangen etc. Und Jahre später habe ich dann wieder eins auf dem Flohmarkt entdeckt und da musste ich natürlich gleich zugreifen. Dieser coole Display. Hört mal. Relativ einfach gestaltet und neu im Design. Ein eigentliches Batteriefach gab es nicht. Wenn man das gute Stück öffnete und die Batterie wechseln wollte, hatte man die gesamte Elektronik vor Augen. Das liebe ich noch so an der alten Technik. Alte Platinen, jede Menge Bauteile, das sieht alles noch richtig echt aus. Wirklich wunderschön, klassisch, nostalgisch. Was mir auch noch so gut gefällt, die alte Technik kann man noch selber reparieren. Bei der modernen Technik, wie wenn zum Beispiel ein Handy runterfällt etc., da braucht man einen Fachmann. Aber in den meisten Haushalten dominierten noch die klassischen Holzoptik-Designs von den Radios. 295 Mark für ein Radio. Nur Radio. Oh, die waren auch damals sehr toll. Die waren ganz arg im Kommen. Die drahtlosen Wechselsprechanlagen. Gerade in Arztpraxen oder bei Anwälten, Schule etc. Tja, wenn man mal wieder beim Direktor war, weil man mit dem Juckpulver zu großzügig umgegangen ist, dann hörte man aus diesem Lautsprecher, schenken Sie die beiden Rabauken rein. Damals waren die Kinder mit dem Direktor mussten noch ganz, ganz klein. Anfang der 70er Jahre begann auch der Hype um die mobilen Funksprechgeräte. CB-Funk, das war ganz arg in, vor allem in den 80er Jahren. Es gab auch berühmte Hörspiele, zum Beispiel die Funkfüchse. Perfekte drahtlose Verständigung für Sport und Freizeit. Das CB-Funkgerät. Auch bei Kindern und jungen Detektiven sehr, sehr, sehr beliebt. Kommen wir jetzt nun zu verschiedenen Kassettenrekorder-Radio-Kombinationen. Gerade dieses Design war ja sehr, sehr beliebt bis weit in die 90er und 2000er Jahre hinein. Diese moderne Technik hatte natürlich ihren Preis. 398 D-Mark. Und die modernste Technik der damaligen Zeit gehörte einem für unterwegs. Man will ja natürlich immer das Modernste und Beste haben. Und da konnte man Ratenkäufe machen, aber gerade Ratenzahlungen sind ja auch oftmals eine große Schuldenfalle. Aber die Geräte waren sehr, sehr stabil. Gerade bei den alten Geräten, wenn ich die hin und wieder finde, das Einzige, was im Laufe der Jahrzehnte immer kaputt gegangen sind, waren die Transportriemen. Aber die Ersatzteile bekommt man heute noch bei eBay. Selbstverständlich lieferte Quelle natürlich auch gleich die Software in Form von Audiokassetten mit Hörspielen und Musik. Man muss dazu sagen, die Hörspielserien, also nicht Hörspiele an sich, sondern Hörspielserien auf Kassette und Schallplatte steckten seinerzeit noch in den Kinderschuhen. Die großen Serien wie TKKG und drei Fragezeichen kamen ja erst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Anfang der 70er Jahre gab es in der Regel nur Einzelhörspiele. Es gab natürlich auch Serien, die bereits schon in den 60er Jahren erschienen sind, wie zum Beispiel die Schwarze Sieben, aber die bildeten doch die Ausnahme. Und die Karl-May-Hörspiele, die hatten auch schon einen sehr großen Umfang. Aber Hörspiele waren seinerzeit auch teilweise relativ teuer. Schaut mal hier, Robby Toppy und das Flievertüt, 12,80 Mark.
Später kosteten ja die Hörspielkassetten in meiner Kindheit in den 80er Jahren 6,95 €. Die Kassettenrekorder gab es in allen Designs, aber es gab nicht nur teure Modelle, es gab auch günstigere Modelle. Gerade für uns Kids war das natürlich ideal. Da kommen jetzt Kindheitserinnerungen hoch. Seid ehrlich, jeder von uns hatte doch auf die eine oder andere Weise in seiner Kindheit einen solchen Kassettenrekorder. Die konnte man schön auf den Tisch legen, die Kassette reinschieben und das Abenteuer konnte beginnen. Mit den drei Fragezeichen John Sinclair oder Jan Tenner. Jetzt haben wir gerade so viele teure Geräte gesehen und es gab sie bereits schon ab 39,50 Mark. Das hier ist jetzt auch sehr interessant. Das sind sogenannte Diktiergeräte. Jo, da konnte man auch Kopfhörer anschließen und dann hatte man ein ähnliches Gerät wie das, was später von Sony entwickelt wurde, der Walkman. Dieses Gerät war jahrzehntelang in Büros und Firmen im Einsatz. Es erwies sich als extrem effizient, nur die Kassetten wurden später etwas kleiner. Ja, das Diktiergerät. Im Endeffekt war das Diktiergerät ein verkleinerter Kassettenrekorder, hatte die gleichen Funktionen, war aber wesentlich kleiner und kompakter und hatte natürlich auch einen Kopfhöreranschluss. Selbstverständlich lieferte man auch das entsprechende Zubehör zum Aufbewahren der neuen Audiokassetten. Die Kassettenkoffer. Leute, die gab es doch in endlos vielen Designs. Die Kassettenkarusselle, Kassettenkoffer, Kassettenboxen, dann die Flipboxen und wie sie alle hießen. Das ist heute schon ein richtiges Sammelgebiet, diese Kassettenkoffer. Wenn man sich überlegt, die Kassettenkarusselle, Moment mal, da müsste ich doch auch noch ein paar da haben. Es gibt nichts, was der Star Wars Sammler nicht hat. Diese Kassettenbar oder Kassettenkarusselle. 20 Kassetten, 4x5 oder man steckte sie der Länge nach rein, dann passten 8 in eine Reihe, also 32. Dieses neue Medium, Kassette, das Mitte der 60er Jahre aufkam, bot viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Sprachkurse. Jetzt wird es wieder poppig und flippig. Zum Schluss noch ein paar Schallplattenspieler im bunten Design und sehr günstig. Quelle hatte eine sehr große Auswahl, auch an günstigen, qualitativ für den Preis hochwertige Geräte, wie zum Beispiel die Schallplattenspieler. Die gab es schon ab 55 Mark. 55 Mark war natürlich ein echter Kampfpreis, gerade für die Auszubildenden oder Studenten oder die Schüler. Diese Geräte waren sehr einfach aufgebaut, ohne große Extras, aber sie haben ihren Job gemacht. Und hier unser Gerät für 55 D-Mark. Oder hier für 148 Mark ein Komplettset mit Schallplattenspieler und den dazugehörigen Boxen. Selbstverständlich brauchte man einen Aufbewahrungsbehälter für die Schallplatten und für unterwegs. Auch im knackig-poppigen Design der 70s. Auch wenn sie immer mehr an Bedeutung verloren, die Tonbandgeräte waren immer noch sehr beliebt und von der Klangqualität her waren sie natürlich deutlich besser als so ein günstiger Kassettenrekorder. Dieses Gerät für 1.195 Mark und 1.395 D-Mark mit Verstärker ist natürlich das ultimative High-End-Gerät der damaligen Zeit gewesen. Ich habe ja auch noch ein Tonbandgerät und es sieht wirklich so richtig toll aus, wenn man die einschaltet und sich die Spulen drehen und das Band vom einen zum anderen läuft. Aus dem Hause Telefunken.
Oh, ich weiß noch, Telefunkentechnologie, die war damals auch sehr weit verbreitet und es sprach immer für höchste und beste Qualität. Jetzt kommen wir in den Bereich der Spielwaren. Da es sich um die Sommerausgabe handelt, ist leider nicht sehr viel in Sachen Spielwaren vertreten. Die Weihnachtsausgabe, der ist ja immer randvoll gewesen. Aber gucken wir uns an, was im Sommer 1974 zur Fußball-WM gab. Ein Klassiker seit rund 100 Jahren, Tipkick. Das Fußballspiel begeistert seit Generationen jung und alt. Tipp und Tap, die offiziellen Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Die dürfen natürlich in der Spielwarenabteilung nicht fehlen. Aber ich glaube, die beiden werden auch sehr viele Erwachsene gekauft haben. Natürlich will man Fußball zu Hause weiterspielen. Und König Fußball regierte im Jahre 1974 die Welt. Da gab es natürlich jede Menge Merchandise-Artikel. Selbstverständlich holte man absolute Fußballprofis, um die coolen Fußball-Merchandise-Gadgets zu bewerben. Hier sehen wir den allseits beliebten Helmut Haller. Jede Menge Puppen, Stofftiere und Kinder wegen bzw. Puppen wegen. Ende der 60er Jahre ging es auch los, dass die Spielsachen immer mehr Elektronik und Technik enthielten. Hier zum Beispiel, ich kann singen und sprechen. Was ist denn das? Strumpfpuppe. Seht ihr die unten auf der linken Seite? Die sitzende Puppe? Leute, ich will jetzt wirklich nichts sagen. Aber diese Puppe, ich will jetzt nicht gerade sagen hässlich, aber gefallen tut die mir definitiv nicht. Das ist ein kurioses Stück. Die schaue ich mir mal genauer an. Verschiedene Puppenwegen, auch schön im Design der 70er Jahre. Auch ein bisschen modern, auch von der Technik und von der Ausstattung her. Also den Puppenwagen gibt es ja schon ewig. Wo ich damals den Katalog von 1912 gemacht habe, von Stuckenhoff Einbeck, da waren auch schon Puppenwegen drin. Und in den heutigen Versandhäusern online gibt es sie selbstverständlich auch noch. Vorne erkennt ihr ein Sichtfenster. Das war jetzt auch für die damalige Zeit auch neu. Wir sind eure Kuschelfreunde. Ihr werdet lachen, ich habe auch noch mein Stofftier, die Chica, die habe ich mit einem Jahr bekommen. Die steht heute noch in der Glasvitrine und grinst mich jeden Morgen an. Das Stofftier ist auch so etwas, das durch die Generationen, durch die Jahrhunderte geht. Also man weiß nicht genau, wie alt sie sind, aber es gibt sie wirklich schon Jahrhunderte. Oh, ich glaube mal, Mitte der 70er Jahre gab es eine Phase, wo alle auf Hasen standen. Sieht zumindest so aus. Kuschelweicher Schlenkerhase. Ah, der Teddybär. Die Geschichte von Margarete Steiff finde ich so faszinierend. Eine behinderte Frau, die vor weit über 100 Jahren ein Imperium aufgebaut hat. Steiff-Stofftiere sind heute noch weltweit im Einsatz, im Kuscheleinsatz und beliebt. Tolles Spielzeug für den Sandkasten. Ja, da konnte der Sommer kommen, wenn man den Sandkasten dann langsam ausgelöffelt hatte.
Mitte der 70er Jahre war das Berufsbild oftmals auch noch sehr konservativ. Die meisten Jungen gingen ins Handwerk oder in irgendwelche körperlich tätigen Berufe. Angestellte machten seinerzeit noch eine Minderheit aus. Es war Tradition schon fast. Nach der Schule macht man eine Lehre und dann geht man irgendwo in eine Fabrik oder ins Handwerk. Es ist jetzt wieder etwas schwer wegen der Falz zu filmen, aber ich denke, man kann es sehr gut lesen. Airplay-Sortiment, das ist schon cool. Das Flugzeug da. Also sehr, sehr viele Sachen kommen mir da sehr, sehr, sehr bekannt vor. Diese Sachen hatte ich definitiv. An die beiden Ringe erinnere ich mich noch, an den roten und an den gelben. Und an die Schaufel, ja. Oh, wir haben Fieberquelle gekauft. Also der LKW, der kommt mir auch bekannt vor. Den habe ich schon mal in groß gesehen. Oh, das ist auch ein sehr schönes Modell. Ein Segelflugzeug für nur 17,90 Mark mit einer Spannweite von 1,13 Meter. Ja, das traditionelle Parkhaus. Ich glaube, das hatten wir alle schon mal irgendwann irgendwo. Die vielen, vielen Einzelteile, die so gerne abbrachen und verloren gingen. Das war das Zuhause für unsere Matchbox-Autos. Das hier ist jetzt auch sehr schön. Jetzt kommen wir zu den ferngesteuerten Motorbooten. Das war natürlich ein ganz exklusives Spielzeug. Die Fernbedienung erinnert mich ein wenig an ein Trafo von Märklin für Märklin Eisenbahn. Sorry Leute, aber kommt mir gerade so in den Gedanken. Die obere Beschreibung ist jetzt für das kommende Boot. Ist gerade wieder ein klitzeklein wenig verschachtelt. Seht selber. Da oben ist der andere Teil. Mit einem Preis von 245 D-Mark war dieses Modell natürlich absoluter Luxus. Eigentlich hat man sowas nicht zwischendurch bekommen, wenn überhaupt, dann zu Weihnachten. Weil 245 Mark im Jahr 1974, das war verdammt viel Holz. Sogar mit Rettungsboot. Richtig schön schick. Elegant. Nobel geht die Welt zugrunde. Aus dem Hause Schuko. Das sprach natürlich für allerhöchste Qualität. Jetzt weiß ich auch, warum das gute Stück so teuer war. Ich glaube, das wird auch heute noch ein sehr beliebtes Sammlerstück sein. Und hier für den Urlaub am Strand. Aufblasbare Delfine, aufblasbare Boote und natürlich der Wasserball, der durfte nicht fehlen. Und die Schwimmflügel. Oh ja, Flipper. Also den hat man in jedem Freibad gesehen, den Flipper. Der schwamm überall rum. Das war's jetzt für heute aus dem Bereich Spielwarenabteilung. Ich hoffe, euch hat der Blick in die Spielwarenwelt des Jahres 1974 gefallen. Herzlich willkommen in der Automobilabteilung. Schauen wir uns mal Autozubehör des Jahres 1974 an. Hier geht es jetzt weniger um das Autozubehör als um das Auto selber. Ich liebe diese Oldtimer. Ich glaube, langsam bei Quelle gab es eigentlich so ziemlich alles. Hunde, Autoreifen, Werkzeug, Spielzeug, Elektronik. Ja, heute Amazon, eBay, damals Quelle und Otto. Ganzjahres Stahlgürtelreifen. Ab 49,50 Mark. Ich hoffe, dass ihr es gut erkennen könnt, gerade sehr schwer zum Filmen. Drückt einfach auf Pause, wenn ihr euch die einzelnen Einheiten genau ansehen wollt.
Und hier seht ihr jetzt den zweiten Block. Auch hier wieder drückt einfach Pause, wenn ihr es euch in Ruhe durchlesen wollt. Stoßdämpfer und Bremsbeläge. Ich hoffe, dass ihr das gut lesen könnt. Schaut euch mal das Datum an. August 52 bis Juli 65. Bei den Preisen würde ich auch gerne bestellen. Universal-Euro-Winkelspiegel. Ah, das waren schon die ganz neuen mit den zwei Fächern. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich eine Schwäche für die 70er Jahre. Die Designer waren mutig und sie waren bereit, was Neues zu wagen. Und es schuf auch sehr viele wunderschöne Sachen. Also ein ganz großes Lob an die Kreativität der damaligen Designer. Leute, wirklich, da habt ihr wunderschöne Sachen geschaffen. Ja, das Thema Sicherheit, Kindersitze, Anschnallpflicht, war ja damals gerade erst im Aufkommen, etc. Airbags gab es ja noch gar nicht. Rechts oben der Beutel für 27,50 Mark, der rote Beutel, den hatten wir. Ja, anfangs hatten wir darin medizinisches Material und später, als er mehr oder weniger ausgemustert wurde, da hat er einen Reißverschluss, da haben wir dann unsere Badesachen reingetan. Erste Hilfe Autokissen. Jetzt fällt es mir wieder ein, als wir damals immer nach Jugoslawien gefahren sind, 70er, Anfang der 80er Jahre, und ich habe drin geschlafen, da habe ich immer dieses Kissen gehabt. Die habe ich als Kind auch immer geliebt. Die verschiedenen Verkehrswarnleuchten. Ja, man hat sie jahrelang im Kofferraum gehabt, wenn man sie gebraucht hat, waren die Batterien leer. Das war halt damals so. Die guten Damon-Batterien. Mehr Licht, bessere Sicht. Oh, der Spruch, der würde heute noch gehen. Guckt euch mal die Autos an. Haha, alles Oldtimer. Das sind die 70er. Ich mag diese alten Dosen. In der Form gibt es sie ja leider heute nicht mehr. Ich gucke immer wieder auf den Flohmarkt hin und wieder finde ich auch so ein paar Sachen und nehme sie dann auch als Deko für Fantastic. Oh, der sieht ja mal cool aus. Autostaubsauger. Jo. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Sitzbezüge des Jahres 1974. Topmodelle, schöner denn je. Ich meine natürlich die Sitzbezüge, meine Herren, nicht die Dame. Wir reden hier nur von den Sitzbezügen.
Wildhundfell. Was ist denn Wildhund? Vielleicht könnte mir das jemand erklären. Schreibt es mir einfach unten rein. Hier blödet schon wieder einer rum. Hier meinte gerade jemand, die Wildhundfell-Sitzbezüge wären von den Hunden, die sie nicht verkauft haben. Nee, natürlich nicht. Gott, hey, seid mal ein bisschen ruhig hier. Das hier ist eine ernste Toy-Review. Die Sitzbezüge habe ich als Kind immer gemocht. Die waren immer so weich. Echt Lammfell. An das Bild mit dem Lamm kann ich mich auch noch erinnern. Als Kind habe ich da auch immer drauf geguckt. Oh, wenn wir früher in den Katalogen gestöbert haben. Ach Leute, Quelle gucken, das war so Art wie ein Traumland. Wie etwas, wo man immer träumen konnte. So eine richtige Wunschliste, was man alles kaufen würde, wenn man mal richtig reich wäre. Also die Quelle-Kataloge, da fehlt einem wirklich was. Ich finde sie eigentlich auch besser als Amazon oder eBay. Man kann so schön jederzeit darin blättern, wann immer man will. So, das war's jetzt mit dem Automobilzubehör. Jetzt setzen wir unsere Reise durch den Quelle-Katalog fort. Jetzt kommen wir zu den Fortbewegungsmitteln mit Rädern. Catcars, Fahrräder, Mofas. Wenn man sowas als Kind hatte, da war man richtig stolz. Guckt mal, man konnte sogar noch einen zweiten mitnehmen. Oh, da konnte man sich als Taxifahrer was dazu verdienen. Also ich denke, jeder von unserer Generation ist irgendwann mal irgendwo auf so einem Gerät durch die Gegend gebrettert. Quer durchs Gelände, durch den Sandkasten und irgendwann mal stecken geblieben. Ah ja, die Roller. Ich weiß, ich hatte als Kind auch einen Roller. Ich war ganz stolz drauf. Und dann wurde er aus dem Fahrradkeller geklaut. Oh. Ich hätte gern die 3 Fragezeichen angerufen, um diesen Fall zu klären. Irgendwie erinnert mich dieses Gefährt an einen Bobbycar. Na? Jo, ein bisschen Ähnlichkeit hatte schon. Die Fahrräder von der Quelle eigenen Hausmarke Mars. Eine Zeit lang sehr beliebt waren ja die Klappräder. Diese hatten den Vorteil, die konnte man zusammenklappen, wie der Name schon sagt, und man immer überall hin mitnehmen. Der Nachteil allerdings war, egal was man machte, man musste immer sehr vorsichtig sein, dass man sich nicht die Finger irgendwie einklemmt. Und das Fahrrad war auch sehr schwer und die Räder relativ klein, man kam nicht vom Fleck. Gerade beim Camping war das immer sehr gut, man hatte ein kleines Fahrrad dabei. Rechts im Bild, Mofas. Leute, ich glaube, da schlägt jetzt das Herz eines manchen 60er, 70er Kids höher. So manch ein Lehrling oder Schüler oder Student ist damit zur Uni oder zur Arbeit oder zur Schule geknattert. Und er hat so manches Wochenende damit verbracht, seine Maschine wieder auf Hochtouren zu bringen oder zu frisieren. Ja, da gab es auch einige Kollegen, da sind die Dinger so schnell gelaufen, das hat nicht mal die Polizei geglaubt. Ich muss mich entschuldigen, aber die Falz, der Katalog,
Leute, ich müsste ihn zerlegen und das bringe ich nicht übers Herz. Aber ich denke, das kann man sehr gut lesen. Die Java CZ 125 bzw. das Modell Java CZ 175 zwischen 1590 und 1790 D-Mark. Es ist immer so eine Qual der Wahl. Leute, ich würde euch am liebsten alles zeigen aus dem Katalog. Das sind so wunderbare, wunderschöne Stücke. Aber ich muss immer auswählen, was ich euch zeige. Weil alles zeigen wäre unmöglich. Vor allem, weil ich weiß, dass bei euch jetzt sehr viele Kindheits- und Jugenderinnerungen hochkommen. Und die möchte ich ja so gut wie möglich zu euch transportieren. Aber leider kann ich die Sendung nicht 10 Stunden lang machen. Ich habe jetzt schon wieder weit über 1000 Kameraeinstellungen gedreht. Und Leute, das ist ja schon Spielfilmlänge. Ah, die alten Maschinen sind schon schön. Der neue Java 40 Mokic. Für alle die, wo 899 D-Mark haben. Born to be wild, ja. Für viele war das Mofa der erste Schritt in die Selbstständigkeit und ein Symbol der Freiheit. Ui, eines der ersten E-Bikes, wenn man so will. Jo, 1150 D-Mark. Kommen wir nun zu einem der liebsten Hobbys in Deutschland. Nach einer langen Arbeitswoche geht es samstags in den Baumarkt. Die Rede ist vom Heimwerken. Ah, die wunderschönen alten Bohrmaschinen von Black & Decker. Erinnert ihr euch noch an diese Black & Decker Werbung, wo sie am Ende immer ganz schnell Black & Decker gesagt haben? Wie war das? Black & Decker. Ich kann es heute noch nicht. Also hier haben wir eine Black & Decker Bohrmaschine. Die alten Bohrmaschinen, die finde ich öfters auch mal auf dem Flohmarkt. Leute, 50 Jahre alt, man steckt sie ein und die Dinger laufen. Hier ist es auch mal schön zu sehen, wie sich die Preise im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben. Nicht vergessen, durchschnittliches Monatsbrutto damals 1700 D-Mark.
Okay, ich gebe es ehrlich zu. Ich habe eigentlich einen Akkubohrer und einen Akkuschrauber, alles in einem, so ein Multifunktionsgerät. Ich finde das mit den Akkus immer praktisch, wenn man kein Kabel zwischen den Füßen hat. Aber ich heimwerke auch nicht ganz so viel. Entschuldigt bitte, es ist wieder etwas schwer zu filmen, weil alles ein bisschen verschachtelt ist. Hier sehen wir das Werkzeugsortiment von Quelle. Ja, sehr umfangreich, aber auch teilweise im Vergleich zu heute teilweise sehr hochpreisig. Man darf ja nicht vergessen, Durchschnittseinkommen 1700 Mark pro Monat. Ein kompletter Werkzeugschrank mit allem, was man braucht. Für 499 D-Mark. Ah, guckt mal da, Leute, ein alter Holzhobel. Mein Opa Bernhard hatte auch einen alten Holzhobel und den hatte er noch selber gemacht. Besser gesagt, sein Vater hat den selber gemacht, war ja von Beruf Zimmermann. Und der hat bis zum Schluss auf das Ding geschworen. Der hat immer zu mir gesagt, Thomas, lass diesen modernen Kruscht, der funktioniert immer. Da hat er recht. Oh, jetzt lerne ich sogar selber etwas. Die Sortimentskasten aus Kunststoff gab es schon Anfang der 70er Jahre. Ich dachte mir, die wären in den 80ern aufgekommen. Hier hat alles seinen Platz. Verschiedene Fächer zum Entnehmen. Und hier sieht man sehr schön den Style der 70s. Alles wunderschön bunt. Gerade für mich als Sammler sind gerade solche Kästen sehr wichtig, weil man sehr viele Kleinteile praktisch und kompakt und übersichtlich einlagern kann. Ein weiteres Komplettset mit Werkzeug. Ja, da ist wirklich alles dabei. Alles, was man braucht, von der Kneifzange bis hin zum Schraubenzieher. Interessant ist jetzt auch hier, hier bekam man für 60 Mark eine Bohrmaschine relativ günstig zum Komplettset hinzu. Seht ihr rechts die Flasche? Die hatte mein Opa auch für den alten Rasenmäher. Oh Gott, hey, ich meine, dieser alte Rasenmäher, der ist jahrzehntelang gelaufen, wirklich bis er auseinandergefallen ist. Und ich glaube, der läuft heute noch irgendwo. Mein Gott, der war über 30 Jahre im Einsatz. Auf der rechten Seite seht ihr nun den Werkzeugschrank ganz genau beschrieben. Einmal mit Bohrmaschine und einmal ohne. Ah ja, Schraubstöcke, da bekam er noch was für sein Geld, wenn es ums Gewicht ging. Im Technikunterricht in der Schule, da waren wir mal ganz schlau und haben alles mögliche an Zeug da drin zerquetscht. Und wenn wir nichts mehr zum Zerquetschen hatten, Leute, ich gebe es ja zu, dann haben wir unser Vespa-Geld genommen.
Ja, ihr glaubt gar nicht, wie so ein 50-Pfennig-Stück aussieht, wenn es platt gequetscht ist und wenn man den ganzen Tag dafür Kohldampf schiebt. Unser Techniklehrer, der Nübling, hat da nur den Kopf geschüttelt. Ja. Die Werkbank und das Werkzeug zeigt so richtig schön das Design der 70er Jahre. Schön bunt. Aufgrund des großen Werkzeugsortiments konnte man Werkzeug natürlich auch einzeln kaufen und bestellen. Immer wenn ich kleine Schraubenzieher brauche, wisst ihr, wo ich die herbekomme? Von der Schießbude. Jedes Jahr gehe ich dahin und lege da einen Schein auf den Tisch und dann baller ich mir ein paar wunderschöne Schraubenzieher. Die Stechbeile, die kommen mir sogar bekannt vor. Schon etwas verrostet, aber nach 50 Jahren immer noch bei mir im Einsatz. Den habe ich noch von meinem Opa. Wenn ich mir überlege, wie viel Werkzeug ich noch von meinen Opas habe, ja, das Zeug ist schon sehr langlebig. Und nachher werde ich die Drahtbürste nehmen und den mal wieder entrosten. Die Lötkolben und die Lötpistolen. Ich weiß noch, wo ich damals als Kind das erste Mal mit einem Lötkolben gearbeitet habe. Und man hat mich extra gewarnt, lang nicht vorne an. Aber nein, ich habe mir mordsmäßig die Finger verbrannt. Aber das war eine Lektion fürs Leben. Okay, ein Lötkolben, der gehört wirklich in jede Heimwerkerwerkstatt. Irgendwo löst sich ein Kabel, dann lötet man es geschwind hin oder repariert etwas, etc. Leute, guckt euch das an. Eine handbetriebene Bohrmaschine. Wie lange ist es her, dass ich das letzte Mal ein solches Gerät gesehen habe? Schon ewig. Die Dinger mögen zwar heute etwas einfacher erscheinen, aber sie waren sehr gut, vor allem ohne Strom. Rechts im Bild die Schulterstütze oder auch Bauchstütze, je nachdem, wie man es genommen hat. Links unten war der Griff zum Festhalten des Geräts und auf der rechten Seite war die Kurbel, mit der konnte man dann, ja, so hatte man das damals gemacht, damit hat man dann den Bohrer bewegt. Brustbohrmaschine. Okay, den Begriff höre ich jetzt auch heute zum allerersten Mal. Ja, mein Opa hat auch noch so ein Ding gehabt, das weiß ich noch. Die alten, kunterbunten Kabelboxen. Leute, noch ein kleiner Sicherheitstipp. Überprüft von Zeit zu Zeit immer eure Steckdosen, also eure 3-Stecks, 4-Stecks etc. Oftmals sind die schon Jahrzehnte alt und man kriegt das gar nicht mit. Spreche aus eigener Erfahrung, nämlich wenn es dann auf einmal ganz komisch anfängt nach Plastik zu riechen, weiß man, dass irgendwas schiefgelaufen ist. So, jetzt kommen aber Erinnerungen hoch. Die alte Lampe rechts oben hatte mein Opa. Das war so eine Handlampe mit Kabel und da war so eine Glühbirne drin. Wenn wir mal Detektiv gespielt haben, musste die Lampe natürlich dabei sein. Und dann sind wir durch den unheimlichen Keller gewandert und haben den geheimen Schatz entdeckt und die Bösewichte gefangen. Für 22,50 Mark gehörte die Lampe einem. Aber soviel ich weiß, gibt es die Lampe heute noch in einem ähnlichen Modell. Und diese Lampe war mal bei einem Kumpel. Daraus haben wir einfach ein Laserschwert gemacht. Jetzt verlassen wir die Abteilung des Heimwerkens und wenden uns dem nächsten Thema zu. Nun betreten wir die Waffenabteilung. Die Abteilung für Luftdruckwaffen, Luftgewehre, Luftpistolen, Schreckschusswaffen. Frei ab 18 Jahren. In den 70er und 80er Jahren waren sehr vielen Haushalten damals die Luftgewehre vorhanden. Man benutzte sie zum Schießen auf Zielscheiben, Cola-Dosen etc. Ich gebe es ehrlich zu, in meinen jungen Jahren habe ich auch des Öfteren damit geschossen.
vor allem an der Schießbude. Wenn ihr euch ein Luftgewehr oder eine Luftpistole zulegen wollt oder eine Schreckschusswaffe, bitte erkundigt euch vorher ganz genau nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Die Luftgewehre waren in der Regel Einzellader, sogenannte Kippläufe. Man musste vorne das Rohr abkippen und dann steckte man einen Diablo etc. rein. Am 1. Januar 1973 trat ja das neue Waffengesetz in Kraft. Bis vor diesem Datum konnte man Schusswaffen, Gewehre, Schrotflinten etc. frei kaufen. Natürlich auch unter gewissen Auflagen. Und hier seht ihr jetzt diverse Luftdruck- und Schreckschusswaffen. Ich weiß, in den 90er Jahren haben wir immer so Krimis gedreht. Und da haben wir immer an Silvester die Action-Szenen gedreht. Oh Gott, das ist auch schon 30 Jahre her. Ja, an Silvester durften wir mit Schreckschuss schießen. Ich muss jetzt gerade an meine Bundeswehrzeit denken. Die P1, die Pistole. Ja, sie hatte 8 Schuss und einen scharfen Wurf. Ich habe mit dem Ding nichts getroffen. Wenn ihr euch so etwas zulegt, bitte. Sicherheit hat oberste Priorität und erkundigt euch ganz genau vorher, vor der Inbetriebnahme, nach der Funktionsweise und macht eine Sicherheitsunterweisung. Leute, bitte, Luftdruckwaffen und Schreckschusswaffen sind kein Kinderspielzeug. Sorry, tut mir leid, ich höre jetzt gerade meinen Feldwebel bei der Bundeswehr. Leute, wenn der euch was erklärt hat, das haben doch eure Vorfahren gehört. In den 70er Jahren kamen die Taschenrechner auf. Diese ersetzten die extrem großen, schweren, aufwendigen Rechenmaschinen. Zu Beginn hatten diese Geräte allerdings auch einen sehr stolzen Preis. Bis zu 678 D-Mark werden hier Geräte angeboten. Nicht vergessen, ein Monatsbrutto betrug im Durchschnitt 1700. In Büros hielten sie auch sehr schnell Einzug, gerade die Taschenrechner oder Rechenmaschinen mit Papierrollen. Naja, die Tasten erinnerten schon ein klein wenig an die Heimcomputer, die wenige Jahre später die Welt erobern sollten. Allen voran unser guter Brotkasten, der Commodore 64.
Quelle-Rechner meist gekauft. Quelle hat Elektronikrechner populär und erschwinglich gemacht. Ein beispielloser Erfolg innerhalb von 3 Jahren. Zum Vorteil aller, ob für Berufstätige, Studenten und Hausfrauen. Man muss dazu sagen, als die ersten Taschenrechner, wenn man so will, auf den Markt kamen, haben die weit über 1000 Mark gekostet. Aber die ganz kleinen. Hier am Set brauchen wir auch des Öfteren mal einen Taschenrechner. Wir benutzen dieses fabrikneue Gerät aus dem Jahr 1975. Ich liebe diese alten Displays und das alte Design. Leute, diese Taschenrechner heben einfach ewig. Und vor allem, es sind noch richtige Knöpfe, wo man richtig drauf rumdrücken kann. Und nicht so Touchblade und... Sorry Leute, der Rechner hier ist für Fantastic. Und als Hauptcomputer haben wir den Commodore 64. Wir sind Yesterday und sind stolz drauf. Hier gibt's was Kurioses. Wir unterstützen ja unten immer wieder den Katalog. Und da haben wir Ekel Alfred. Ein Herz und eine Seele. Videokassetten. Passt ja irgendwie. Ich würde jetzt mal sagen, der eine oder andere von euch hat ein wenig Hunger bekommen. Kein Problem, Quelle hat auch dafür gesorgt. Schauen wir uns die Süßwaren und die Lebensmittelabteilung an. 66 Schokoriegel und ein dufte Wasserball. Ha, das war das Sommerpaket. Milky Way, Mr. Tom. Ja, ich krieg Hunger. Milky Way ist so leicht, das schwimmt sogar an Milch. Ich finde es immer wieder interessant, die alten Süßwaren zu sehen. Viele sind ja schon seit Jahrzehnten verschwunden und bei manchen stellt man erst fest, wie viele Jahrzehnte es die schon gibt. Milky Way ist ja schon uralt. Wenn ich mich nicht irre, stammt das aus den 50ern. Ups, jetzt hätten wir beinahe die Gratis-Dreingabe vergessen. Den Wasserball. Links im Bild Leckerschmecker und ein paar Spielzeugautos. Rechts 58 Leckereien. Beginnen wir mit den 58 Leckereien. Da werden auch 59 satt. Sehr gut ist auch hier zu erkennen, die Werbung für die Fußballweltmeisterschaft 1974. Bei der nebenbei gesagt, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, Deutschland Fußballweltmeister wurde. Ja, 1974 wurde Deutschland Fußballweltmeister. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Nur noch mal ganz kurz. 1974 wurde Deutschland Fußballweltmeister. Okay, ich bin jetzt ruhig, sonst kriege ich Dislikes. Einmal noch. 74 Weltmeister! Und jetzt sehen wir uns das Lecker-Schmecker-Paket an. Ja, da kriegt man richtig Hunger. Rechts im Bild, was für die Kauleiste. Und links im Bild, Ricola, Schweizer Kräuterzucker. Und wer hat's erfunden? Die Schweizer. Die Werbung finde ich heute noch cool. Rechts die Erfrischungsstäbchen, die gibt's heute noch. Und links Schokoladentafeln zu jeweils 50 Gramm. Kaffee, Volksdroge Nummer 1. Oder besser gesagt, Volkswachmacher Nummer 1. Beim Katalog in den 50er Jahren war Kaffee fast noch unbezahlbar. In den 70ern war er schon deutlich günstiger und leichter verfügbar. Ich weiß noch früher, da musste man den Kaffee mal mahlen lassen. Man ist dann rüber zum Bäcker, der hat immer eine Kaffeemaschine gehabt und dann einmal bitte den Kaffee, gemahlen bitte. Und ich hatte mal vergessen, den mahlen zu lassen. Ja, habe dann aufgemacht und habe mir dann eine Kaffeebohne genommen und die so gegessen. Und musste dann nochmal rüber zum Mahlen lassen.
Heute ist er meistens schon in Pulverform. Hier sieht man aber auch, wie schnell die Preise für Kaffee gesunken sind. In den 50er Jahren war er noch sehr, sehr teuer und in den 70er Jahren konnte ihn sich jeder leisten. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Nein, es muss nämlich noch kräftig Wurst drauf sein. Auf der rechten Seite Fleisch und Wurstwaren. Jetzt kriege ich aber richtig Hunger. Oh. Leute, guckt ihn euch an. Da oben ist der gute Schinken. Der gute, saftige, würzige Schwarzwälder Schinken. Leute, ich beiß hier gleich in den Katalog rein. Oh, ich habe Hunger. Ich hoffe, ich mache keine Schleichwerbung, aber... Unser guter Schwarzwälder Schinken, der ist sowas von gut. Vor allem von den Metzgereien aus dem Schwarzwald. Wisst ihr, ihr sitzt da an dem Tisch, dann schneidet ihr den Schinken auf. Oh, und dann riecht er schon so gut und... Oh. Moment, ich muss professionell bleiben. Ich darf mich nicht von meinen Gefühlen leiten lassen. Hier im Bild, bei der Nummer 2, pardon, 3. Der Schwarzwälder Schinken. Schinken, Schinken, mehr Schinken. Rund 17,50 Mark das Kilo Schinken. Oh moi, eine echte bayerische Brotzeit. Ja, die Bayern wissen, was gut ist. Guckt euch das mal an. Seidenwürste, Mettwurst, Leberkäse. Ich krieg richtig Hunger, Leute. Ja, guckt euch das mal an. Ja. Moment, ich muss kurz die Sendung unterbrechen. Hier ist alles vollgesabbert. Scherz beiseite. Leute, ein gutes... Was soll ich da sagen? Ihr wisst selber, wie wichtig eine gute, deftige Mahlzeit ist. Und für den Vorratsschrank jede Menge Dosen. 10 Stück für 16,90 Mark. Man muss was dazu sagen. In unserer Kindheit war Wurst deutlich teurer als heute. Wenn ich überlege, wie Wurst teilweise beim Discounter heutzutage verramscht wird, das war damals, vor 50 Jahren, echt noch was Besonderes. Und erst in den 50er Jahren. Also Leute, da muss man sagen, da ist schon einiges deutlich billiger geworden. Auch der Schwarzwälder Schinken. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, den Pauseknopf zu drücken, um eine längere Mahlzeit einzunehmen. Ich denke mal, ihr habt jetzt richtig Hunger bekommen. Auf Schwarzwälder Schinken! Und dazu eine Thüringer Bratwurst! Und danach eine Weißwurst! Gehen wir zur nächsten Abteilung. Nach der Mittagspause. Das ist jetzt wirklich toll. Hier haben wir jetzt mal ein wunderschönes Sortiment an 70er-Jahre-Lampen. Alles schön knallig bunt. Das ist richtig 70er. Leute, diese Lampen gefallen mir jetzt richtig gut. Rot, Gelb, Grün. Vor allem die Grüne, die hat es mir angetan. Das ist toll. Ein solches Design gibt es heute gar nicht mehr. Wie gesagt, die Designer, die wurden wirklich von der Leine gelassen und sie konnten machen, was sie wollten und schufen wunderbare Kreationen. Der Geist war frei in den 70ern. Die rote Lampe rechts im Bild kommt mir bekannt vor. Menschenskinder. Hat die meine Oma gehabt? Die habe ich als Kind gesehen mit dem Gitter unten dran, ja. Die Formen sind so cool. Leute, also richtig poppig, kreativ, egal wie, Hauptsache anders. Ja, toll. Schön kunterbunt und farbenfroh. Es durfte experimentiert werden und der Kunde honorierte das auch, weil sie jedes Mal etwas anderes wollten, etwas Neues, etwas raus aus dem konservativen Muff der 50er Jahre. Es musste schön bunt sein. Oh nein, Leute. Nein, nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Bitte nicht dieses Muster. Von diesem Muster gab es Möbel, es gab Tapeten, es gab Vorhänge und es gab sogar Klamotten davon. Ich weiß auch nicht, wer sich das hat einfallen lassen. Aber hey, es waren die 70er.
Seht ihr links im Bild die Schreibtischlampen mit diesem langen Hals? Da biete ich gerade bei einer mit bei eBay. Ich hoffe, dass ich sie krieg. So richtig 70er, 80er Jahre-Style. Ui, diese Lampen, die habe ich auch schon hier draußen im Garten gehabt. Abends waren die mal besonders schön. Aber 298 Mark. Ja, die waren damals sehr, sehr teuer. Die vielen kleinen Fäden, die beleuchtet waren. Also die waren nicht beleuchtet, die haben das Licht geleitet. Aber es geht noch teurer. 349 Mark. Okay, gut, in den 70er Jahren wurde ja auch diverse andere Sachen konsumiert, da hat es bestimmt gut gewirkt. Mit diverse anderen Sachen meine ich natürlich, wie drücke ich das jetzt aus, um nicht anzuecken, Schokolade. In den 70ern kamen auch die Lavalampen richtig in Mode. Ich habe auch noch irgendwo eine rumstehen, ich finde die richtig toll. Immer wieder das gleiche Problem. Ich kann euch leider nicht alles zeigen, das wäre unmöglich. Jetzt verlassen wir die Lampenabteilung. Im Jahre 1974 hatte die Heimcomputerwelle noch lange nicht begonnen. Deswegen gab es die gute alte Schreibmaschine. Der gute alte Knochenkasten. Da musste man noch richtig darauf rumprügeln. Komplett ohne Elektronik, rein mechanisch. Mit den einzelnen Hämmern, wo immer die Buchstaben aufs Blatt Papier gehämmert haben. Und mit dem Tippex. Oh je, Leute, das war ein Theater. Vor allem, wenn man das Farbband wechseln musste. Da hat man mal ausgesehen und alles so. Keine Familie ohne Schreibmaschine. Es stimmt wirklich. Ich denke mal, in über der Hälfte der Haushalte gab es damals eine Schreibmaschine. Und da sieht man, wie sich die Technik entwickelt hat. Heute ist sie nahezu komplett verschwunden. Elektrische Schreibmaschinen waren seinerzeit sehr teuer. 498 D-Mark. Aber es ging noch wesentlich teurer, bis weit über 1000 Mark. So, jetzt marschieren wir mal in die Küche und werfen einen kurzen Blick auf die Haushaltsgeräte. Auch alle schön knallbunt. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die Qualität der damaligen Haushaltsgeräte war sehr hoch. Wenn ich oftmals die Dinge aus alten Kellern und vergessenen Kisten rausziehe, sauber mache, einstecke, dann laufen die. Rechts das Waffeleisen, das hatten wir sehr lange, bis in die 90er Jahre rein, war unverwüstlich. Nun, jetzt gehen wir mal ins Bad. Die kuriosen Trockenhauben aus den 70ern. Jo, auch die Föhnen. In vielen verschiedenen bunten Farben. Also wenn dieser Föhn in unserem Haushalt gewesen wäre, der erinnert mich ein wenig an den Phaser von Raumschiff Enterprise. Moment, wartet mal, ich habe einen rumliegen. Also als Kind hätte ich den Föhn zweckentfremdet
und das wäre mein Phaser gewesen. Selbstbräunung, das war ja damals ganz in. War so eine Art Grill für den Menschen, für zu Hause. Die Waschmaschinen. Wenn ich mir überlege, meine Oma hat damals noch von Hand gewaschen. Ganz zu Beginn. Erst später kamen dann die ersten richtig guten Waschmaschinen auf den Markt. Kommen wir nun zur Mode des Jahres 1974. Wie ihr wisst, habe ich von Mode nicht viel Ahnung. Deswegen werde ich jetzt ein wenig schweigsam sein. Hier sieht man erst, wie groß der Aufwand für einen solchen Katalog war. Die ganzen Models zu bestellen, dann an das entsprechende Setting zu fahren etc. Also ein ganz großes Kompliment an alle die, wo daran mitgearbeitet haben. Ihr habt ein echtes Stück Kulturgut geschaffen. Oh je, Leute, die Hosen. Die Hosen. Schaut euch mal die Hosen an. Das ist 70er. Eindeutig. Also mir kommt es im Laufe der Jahrzehnte immer wieder so vor, als würde sich ständig immer wieder alles wiederholen. Also die Hosen und allgemein die Klamotten waren natürlich schon sehr, manchmal gewöhnungsbedürftig. Aber ich find's cool. So waren halt die 70er. Also an diese bunten Klamotten erinnere ich mich als Kind auch noch. Solche hatten wir eigentlich alle im Kindergarten. Und ich erinnere mich, ich habe so eine blaue Jacke auch irgendwann mal gehabt. Oh Gott, wie alt war ich da? 3-4 Jahre alt um den Dreh. Naja, schon 2-3 Tage her. Diese Trimm-Dich-T-Shirts, da erinnere ich mich auch noch ganz gut daran. Die gab es damals überall eigentlich. Ja, da war diese Aktion da, dass man sich fit halten soll. Da gab es auch so einen komischen Pass, wo man was eintragen konnte und einschicken konnte. Bekam dann so ein Abzeichen. Man sieht, ganz Deutschland war damals im Fußballfieber. Es gab T-Shirts, Fußbälle, Merchandising, alles, was man sich nur vorstellen kann. Und nebenbei gesagt, wir wurden Weltmeister. Leute, die Hosen. Die 70er-Jahre-Hosen. Ich habe auch ein paar Kinderbilder, da habe ich auch solche Hosen an. Oh, grausam. Das ist jetzt auch cool. Die passende Mode zum Kassettenrekorder. Alles bei Quelle. Also Leute, erklärt mir mal die Geschichte mit den grünen Klamotten. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil in den 70ern müssen die sehr weit verbreitet gewesen sein. Ich erinnere mich nicht mehr ganz so arg daran, aber in den 70er Jahren müssen ja die gesamten Hosen, weil die so weit runtergegangen sind, ja ziemlich hinten abgetreten gewesen sein.
Ich finde die Mode der 70er irgendwie geil. Die 70er waren vollkommen anders, als jetzt zum Beispiel die 50er oder 60er. Die 80er waren wiederum ein Fall für sich. Aber die Mode war in den 70ern wirklich wegweisend. Der nette Herr rechts im Bild, für einen ganz kurzen Moment dachte ich, das wäre Roger Moore, alias 007. Die Auflage der Kataloge betrug damals rund 1 Million Stück. Trotz der hohen Auflage sind diese Kataloge heute sehr, sehr selten und teilweise sehr, sehr teuer. Sie sind richtige Zeitkapseln und zeigen wirklich das kulturelle Leben des jeweiligen Jahres. Und es sind wirklich wunderschöne Meisterwerke. Wusstet ihr eigentlich, dass alte Klamotten, also gerade alte Kleider, Hosen oder original verpackte alte Turnschuhe, heute sehr, sehr, sehr teuer sein können? Ich habe mich da mal aufklären lassen. Da war ich echt geschockt. Also Leute, ich kenne mich in Sachen Mode wirklich nicht aus. Aber der Herr hier im Bild, ganz in Gelb, mit einer braunen Jacke, da weiß sogar ich, dass es heute nicht mehr geht. Ja, ich könnte doch mal die Sendung so moderieren. Aber ganz ehrlich, da gibt es sehr viele tolle Sachen. Ich glaube, das eine oder andere in den Klamotten würde ich auch bestellen. Jo, wirklich tolle Sachen dabei. Stellt euch mal vor, die ganzen Fotos damals wurden analog gemacht, nichts mit digital. Und wenn man ein Bild nach Deutschland schicken musste, ging das per Brief. Ihr wisst ja, was Mode heißt. Männer opfern das Ersparte. Leute, es gibt noch so viel, was ich euch gerne zeigen möchte. Aber es ist einfach so eine Masse, man kann es gar nicht zeigen. Das ist vollkommen unmöglich. Ich kann euch immer nur einen kleinen Eindruck geben. Obwohl viele der Folgen, wo ich ja mache, 2 Stunden gehen. Es sind zigtausend Produkte, tausende von Bildern. Wie soll ich das in einer Sendung zusammenfassen? Ich hoffe, dass ich euch heute auch wieder einen guten Einblick geben konnte. Schaut mal, was die ersten Digitaluhren gekostet haben. Je mehr ich euch zeige, je mehr habe ich das Gefühl, ich würde die Hälfte vergessen. Schaut mal, 500 bzw. 600 D-Mark. So, es ist wieder schon dunkel. Leute, wir müssen leider zum Ende kommen. Ich kann euch unmöglich alles zeigen, nur einen kleinen Eindruck. Jetzt sind es rund 12 Drehtage. Hier ist es extrem kalt heute. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Reinschauen und ich hoffe, ihr hattet heute wieder Freude und ich konnte euch mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit. So, jetzt wird es wieder Zeit, in die Gegenwart zu reisen. Judith, wir warten auf Anweisungen. Aktiviere mir den Fluxkompensator. Unser Playmobil DeLorean. Unsere gute Judith Hildebrand hat uns wieder zurückgebracht in die Gegenwart. Ich hoffe, euch hat der heutige Trip in das Jahr 1974 gefallen. Leute,
Ich mache jetzt Fantastic schon seit über 14 Jahren und habe immer noch so viel Freude daran. Es ist jedes Mal ein so schönes, herrliches Gefühl, zurückzureisen in die Vergangenheit und die gesamten alten Sachen wieder, die ganzen alten Erinnerungen wieder auszukramen und wieder aufleben zu lassen. Ach Leute, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit haben wir mit den Quellekatalogen verbracht und wie wichtig war für uns auch die vielen Sachen, die wir als Kinder hatten, wo heute schon fast vergessen sind. Ach Leute, was bleibt mir da noch zu sagen übrig? Schreibt mir doch bitte mal unten rein, was ihr in Zukunft gerne sehen möchtet. Und wir werden dann versuchen, das umzusetzen. Nur etwas, eine Katalogfolge ist sehr, sehr aufwendig. Sie hat etwa den Zeitbedarf von etwa 10 bis 15 Folgen Fantastic Toys and Merchandise. Deswegen sind wir immer froh, wenn wir eine Folge von den Katalogen pro Monat schaffen. Es sind manchmal bis zu über 2000 Kameraeinstellungen nötig, um euch eine solche Sendung zu zeigen. Und von diesen 2000 Kameraeinstellungen sind etwa 1200, die wir verwenden können, und 800... seht ihr dann im Making-of und in den Outtakes. Also, es kann immer eine Weile dauern. Habt da ein bisschen Geduld mit uns. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich es schaffe, euch aus dem Alltag herauszureißen, in den DeLorean zu packen und euch auf eine wunderschöne Zeitreise mitzunehmen. In diesem Sinne, Sammlerfreunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fantastic, tausend Merchandise an der Retro-Bar in der Videothek, die Zeugen der Vergangenheit, der coole Typ mit der Schimanski-Jacke, der in den 80ern hängen geblieben ist. Nein, seit 31.12.89 reiße ich kein Kalenderblatt mehr ab. Aktiviere mir den Flux-Kompensator. Man sieht gleich, was 70er Jahre ist. Sehr viel Designänderungen, man zeigt den Mut und... Topmodelle. Nun beenden wir unsere Reise in das Bereich... Quelle gucken. Leute, ich weiß, heute hat man Amazon, eBay etc., aber ich mochte die Klemm... Die Audiokassette gilt als wahrer Meilenstein im Bereich der Audio... Immer eine coole Anlage. Ende der 80er Jahre, wo die CD richtig flächendeckend verbreitet war, sagten ja viele, dass... Die Fans der Schallplatten behaupten... Der tragbare Kassettenrekorder. Mitte der 60er Jahre war das eine echte Revolution. Ich weiß noch, bei uns gab es auch so Reporter vom Radio, die rannten wirklich mit diesen Dingern rum und hatten ihre Mikrofone dabei. Das weiß noch, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und da gibt es auch noch jemanden. So Leute, jetzt starten wir nochmal richtig durch und reißen mal nochmal eine meiner aller... Es gab so viele Hörspiele, auch gerade in den 70er Jahren. Ende der 60er kamen sie ja auf mit der Sonic Series. Die haben die ersten regulären Serien produziert. Hier die drei Fragezeichen aus dem Hause Maritim. Und links 20.000 Meilen unter dem Meer von Disneyland. Wer erinnert sich von euch noch an die coolen vier? Übrigens, die drei Fragezeichen erscheinen heute noch. Alle zwei bis drei... Obwohl schon moderneres Design aufkam, war die Holzoptik noch omnipräsent. Also in jedem... Die Geräte waren wirklich kleine Tonstudios. Man konnte dann auch immer die Schallplatten auf Kassette überspielen. Oder man konnte mehrere Kassettenrekorde aneinander hängen und dann auch Kopien von... Das finde ich so faszinierend an der alten Technik. Widerstände etc. Ich kenne die Sachen natürlich auch nicht. Auch mal schön zu sehen, wie die... Und wenn wir nichts mehr... Oje, da kenne ich noch einiges. Rechts oben diese Handlampe mit Kabel, die war mit einer Glühbirne. Mit so... Das ist auch sehr schön. Ferngesteuerte Motorräder. Motorräder. Schuhkur. Immer beliebter war das tragbare Fernsehgerät, das man im Campingbus mitnehmen konnte oder zu Zelten etc. Um ehrlich zu sein, hielt ich es lange Zeit auf eine moderne Legende, dass man Hunde im Katalog bestellen konnte. Bis ich den... Aber über 900 Mark für einen Fernseher mit 37... Hallo Rabe Apraxas, bist du mal wieder da? Obwohl das VCR-System heutzutage fast nicht mehr bekannt ist, war es fast...